Ich hatte einen richtig irren, wirren Albtraum gehabt. Ich könnte nicht mit Geld umgehen und hätte diesen Stapel nicht vor mir. Also die Sache ist die, ich habe von einer Webseite im Norden Europas einen fetten Batzen Haufen Comics bestellt für keine schlechte Preislage. Müsst ihr mal vorbeischauen, heißt Cheap Comics. Und ja, man kriegt das, was man will, für weniger halt. Ich schätze mal, dass einfach nur noch die Comics sprechen. Alpha Flight, mir haben die letzten Bände von Scott Lobdell richtig gut getan. Daher dachte ich mir, holst du doch noch mehr von diesem Ahorn-Typis. Darksiders, das Ding ist echt vergriffen. Ich konnte echt froh sein, dass ich es für mindestens das Doppelte des Coverpreises ersteigern konnte. Thor, der Mächtige, kam komplett bei uns raus in Deutschland, also bei Panini, aber leider nur in diesem schäbigen Heftformat. Obwohl das Papier gar nicht so schäbig war, aber ich wollte es lieber als Omnibus haben. Earth-X, von allem, was ich so gehört habe, soll der zweite Teil den ersten Teil wirklich ziemlich blass und einfach aussehen lassen. Da passiert echt richtig seltsames Zeug. Dr. Doom wird zu einem Engel. Hier haben wir so einen Clint Eastwood-artigen King Hyperion. Wolverine hat auf einmal 100 Kilo abgespeckt. Ich lasse mich überraschen. Immer noch von Dan Jüngs, ich sag nur, alles, was man so von Tür. In Sachen Dan Jürgens erhascht, ist wirklich das Beste. Weil der hat irgendwie so dieses, ja, ich sag mal so, diese Psyche von Superman gut auf diesen Charakter übertragen können, mit diesem allgewährleistigen Schutz. Und hier habe ich noch auch eine richtige Seltenheit, Frank Frazetta im Überformat. Es sind jetzt keine Comics, die von ihm geschrieben oder gezeichnet wurden, sondern die einfach, ja, über seine Gemälde erzählen. Ich bedanke mich beim guten Bela, dass er mich auf diese Webseite aufmerksam machte. Ciao.